Ja, liebe Leute, herzlich willkommen. Nach einer langen Zeit geht's weiterhin nicht mit Hogwarts Legacy. Wir sind wieder am Start hier. So, was haben wir denn Schönes an Aufträgen? So, für uns, so offen. Wie auch immer, ihr wisst, was ich meine. Das verlorene Kind. Das ist tatsächlich die nächste Mission. Ja, das machen wir. Genau, das wollten wir ja eigentlich in der letzten Episode schon letzten Folge, vorletzten Folge, wie auch immer, bevor wir Crucio gelernt haben. Abschließend, ja, ich habe Crucio tatsächlich mit drin. Gut, dann hüpfen wir mal kurz rüber zu noch Lower Hex. Wie, ja, ihr wisst, was ich meine. Gehen wir auf die Weltkarte. Hier oben schon irgendwie was aufreingestellt, was da so ein bisschen... Nee, habe ich nicht. Doch, da ist was. Ja, doch. Natürlich habe ich das freigeschaltet. Ich bin ja ganz clever, ne? Ja. Jo. So. Gut, dann haben wir hier Nati. Du bist hier. Gut. Ist das Mr. Biggles zu Hause? Ich glaube schon. Er hat angeblich Beweise gegen Harlow. Wir müssen mit ihm sprechen. Der Auftrag gestartet. Das verlorene Kind. Wo könnte Archie nur stecken? Wenn ihm... Alles in Ordnung? Wir suchen Mr. Bickle. Mein Mann? Ist tot. Er hat ihn getötet. Oh. Bitte was, wer? Mir leid, Mrs. Bickle. Wer hat ihren Ehemann getötet? Theophilus Harlow. Da bin ich mir sicher. Er bedroht meinen Mann seit Wochen und... Wo ist mein Sohn? Wo ist Archie? Ich bin mir sicher, dem geht es gut. Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? Archie war mit seinem Vater zu Hause, während ich weg war. Seine Tasche ist nicht da. Hoffentlich streift er nur durch die Gegend, wie er es immer tut. Ich hoffe, er war nicht hier als Harlow. Als mein Mann. Wohin könnte Archie gegangen sein? Er hat ein kleines Versteck im Wald. Südlich von hier. Er geht nie weit weg, aber... Wenn er gesehen hat, wie Harlow seinen Vater etwas angetan hat. Ich habe Angst, wegzugehen, falls er wiederkommt. Wir finden Ihren Sohn. Wir finden Ihren Sohn, Mrs. Bickle. Danke. Oh, was tue ich nur? Sorgen Sie sich nicht, Mrs. Bickle. Wir bringen Archie zurück. Warte mal, kann ich hier irgendwie noch das Schloss aufmachen, dass ich mal reinkomme? Ja. Hallo, Homura. Wir machen mal kurz das Schloss, ich will mir kurz die Truhe noch hier eben holen. Und dann geht's weiter mit der Mission. War was? Hier. Ne, das ist auf jeden Fall eine ordentliche Stange Geld. Aber was heißt ordentliche Stange? Das ist 14. Aha, wir haben was nicht identifizierbares. Sehr gut. Keine Sorge, es geht sofort weiter. Ich will nur mal ganz kurz mich hier oben gucken, ob hier nicht irgendwas ist, was ich jetzt hier übersehen habe. Ne, sieht nicht so aus. Gut. Dann... Oh, Alter, geht doch durch die Tür. So, wir sollen zu Archies Versteck. Als ich den Brief zu Officer Singer brachte, erzählte sie mir von Mr. Bickle. Er hatte dasselbe getan wie wir. Officer Singer mit Beweisen versorgt, um Harlow zu Fall zu bringen. Ich wollte mit ihm darüber sprechen, was er herausgefunden hatte, aber... es war zu spät. Schöne ist, dass wir mit Hilfe Nati. Ich hoffe, dass ich. Das Singer zu dem Brief, den du gebracht hast. Vielleicht darf ich ja mal kurz sie unten hin. Bedankt, aber das reichte offenbar nicht, um sie zu überzeugen. Schade, dass Hippogreife nicht sprechen können.
Wolkenschwinger könnte die nötigen Beweise gegen Harlow liefern. So, wir müssen... Keine Sorge, ich nehme zwischendurch mal, was hier so ein bisschen am Wegesrand liegt mit. Kann ja wichtig sein. So, hier sind wir. Das muss das Versteck von Archie sein. Erwähnt hat. Archie? Schwarzer Hybride. Der schwarze Hybride ist ein großer Drache, der über 9 Meter lang werden kann. Eine große, grobe Schuppe, die ursprünglich zu einem dieser Tierwesen gehörte, zählte der wertvollsten Besitztümer, die Archie Bickle sein Versteck aufbewahrt. Und eine Truhe. Sowas hätte er nicht mit seinem Versteck gemacht. Jemand hat hier nach ihm gesucht. Revelio ist die einzige Chance, um herauszufinden, wohin er ging. Revelio. Da! Archies Fußabdrücke. Erst hier lang. Okay. Auch hier liegen immer wieder irgendwelche Dinge. Gehört die Archie vielleicht? Warte mal. Hätten wir Archie nicht längst finden müssen? Wenn er verfolgt wird, rennt er wahrscheinlich weiter. Wenn es wirklich Harlow ist, der ihn verfolgt, kann ich nur hoffen, du hast recht. Männer wie Harlow würden ein Kind ohne Zögern umbringen. Wir müssen Archie schnell finden. Revelio. Ich mache mal wieder Revelio, damit ich wegen den Fußspuren. Ich meine, das ist nämlich froh, dass ich Nati mit dabei habe. Das finde ich. Balfa, mach dich kampfbereit. Ich wollte einfach nur mal ausprobieren. Hauptsache nun verzeihe ich mal kurz reingeballert. Ja, na, natürlich ist das jetzt nur ein Gegner gewesen, sondern. Warte mal. Archie ist hoffentlich nicht diesem Wolfsrudel begegnet. Sehen wir uns mal um. So, was haben wir hier? Weitere Straßenköterfell. Hier hängt eine Tasche. Archies Tasche. Warum ließ er sie zurück? Er war bestimmt auf der Flucht vor Harlow und abgelenkt. Hier könnte sich Revelio wieder lohnen. Revelio. Archie ist hier lang. Dann machen wir das doch mal. Einmal Revelio einsetzen und weiter geht die Reise. Gut, okay, die Mission heißt verlorene Kind, ne? Das verlorene Kind. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Harlow verfolgt Archie bestimmt nicht ohne Grund. Was Archie wohl gesehen hat. Hoffentlich nicht, wie Harlow seinen Vater getötet hat. Davon würde er sich nie erholen. Jedenfalls kann ich es mir nicht vorstellen. Die Frage, was ist denn hier? Schau mal, gerade jetzt nichts Wichtiges. Ist jetzt gerade so für die Mission, glaube ich, relativ unwichtig. Oh, da vorne wäre wieder eine Feuerstelle. Aber die haben wir schon freigeschaltet, glaube ich. Eine Weggabelung. Wir brauchen wieder Revelio. Revelio. Verschiedene Fußspuren. Oh, Harlow hat ihn hier eingeholt. Das ist nicht gut. Sie sind hier lang. Okay. Schön, nicht wahr? Was? Du siehst auch Testrale? Ich habe den Tod gesehen, als ich 9 war. Und kurz darauf das erste Testral. Das hat mich getröstet. Tut es immer noch. Ich denke, wer wie wir den Tod gesehen hat, verdient etwas Trost.
So. Gehen wir weiter. Tut mir leid, dass du in dem jungen Alter so etwas erleben musstest. Ich war bei meinem Vater, als ich starb. Meine Mutter war... Kann ich mir ein Testral zünden? Bezüchten? Warte mal ganz kurz, ich will mal was ausprobieren. Ich will das gerne versuchen. Vielleicht will ich mehr. Es ist schon lange her, aber mir scheint es, als wäre es erst gestern gewesen. Ja, wie war das jetzt? Ich bin noch so klar vor mir. Er fehlt dir sicher. Mein Vater war ein wundervoller Mann. Ich. Gehen wir weiter. Wir müssen Archie finden. Schade. War mal nur eine Idee. Ich wollte einen Testral haben. Aber dann baue ich wieder meinen Moveset um. Das ist jetzt unsinnfrei. Crucio, ganz klar. Und ja, einmal was so. So, du gehst mir wieder auf den Senkel gerade. So, der ist schon mal tot. Was sind denn die? Ja, aber da vorne ist doch was. So, gehen wir mal rein. Ich hatte nicht erwartet, dass dieses Zelt innen so groß ist. Das macht alles etwas komplizierter. Gut, okay, das kann natürlich bedeuten, es gab ja diese, auch bei der Quidditch-Weltmeisterschaft bei Harry Potter mit Hermine, die hat ja auch so ein magisches Zelt gehabt, das kann wahrscheinlich genau das sein. So, dann gebe ich das Auto hier unten. Ich muss mal gerade gucken, ob ich den Eingang finde, einen Dings finde. Wir nehmen mal die Tasche mit, das bisschen Kohle hier. Hau dich. Wir könnten. Wie komme ich denn da durch? Warte mal, komme ich hier irgendwie weiter? Doch nicht etwa. Ich gucke zu, wie das Licht aus deinen Augen verschwindet. Schön mal die Asikanta-Keule ausgespielt.
Schön mal die Assi-Kante ausgespielt. Schön mit Crucio rein und dann gib ihm Midi Power. Speer. Du kannst nicht ewig standhalten. Oh, es sind mehrere noch, ne? Da habe ich einen Reduktor-Zauber noch irgendwo. Fuser, hab ich noch einen Reduktor-Zauber irgendwo? Sendo-Zauber. Sendo. Warte mal. Confringo. Ich hab gar keinen Reduktor, ne? Hab ich Reduktor noch irgendwo? Filipendo. Bombarda. Sendo. Hakio. Defindo. Sven. Ach, das ist Senati. Ende aus, vorbei. Alte Magie voll. Sehr schön. Und Level 20. Ja, ja, ja. Ach, deswegen war der hier dran. Weil er jetzt mit dem Kind hier dran hat. Schön, sehr. Was ist denn das Kind? Ach, das ist unter uns, ne? Warte mal. Jetzt muss ich gerade gucken, wo ich hier die Treppe runterfinde. Was ist denn? Ja, ich würde ja gerne. Ich muss aber den Weg erstmal runterfinden zu dir. Finde ich den jetzt, wie komme ich denn da? Gibt's hier keinen. Es muss ja einen Weg runtergeben, ne? Ich würde mal spontan sagen, der hier. Komme ich da mal weiter runter? Ja. Warte mal. Ich muss mal kurz Lumos einsetzen. Lumos. Komme ich denn da hin zu dem?
komme ich denn da hin zu dem? Hier unten. Ja. Archie. Archie Bickel. Woher weißt du, wer ich bin? Deine Mutter hat uns geschickt. Oh, ich bin so froh, dich zu sehen. Nicht so laut, Archie. Rebellion. Tut mir leid. Wir müssen das irgendwie öffnen. Warum zweifeln wir alle um Mora? Der Mann heißt Harlow. Er hat meinen Vater getötet. Wie schrecklich, Archie. Dafür schnappen wir ihn. Aber zuerst bringen wir dich heim zu deiner Mutter. Danke für deine Hilfe. Das ist doch selbstverständlich, Archie. Jetzt bringen wir dich heim. Wir kennen einen sicheren Weg. So, sprich mit Mrs. Pickle. Die ist wahrscheinlich glücklich, ihren Sohn wiederzusehen. Da bist du! Du bist in Sicherheit. Mutter? Oh, Mutter! Vaters Freunde sind in Gefahr. Ich habe meine Entführer darüber sprechen hören. Welche Freunde, Schatz? Mr. und Mrs. Rabe. Mr. Filbert. Und Otto haben sie auch erwähnt, glaube ich. Oh, ich werde mit ihnen reden. Lauf du schon ins Haus. Ja, Mutter. Die Freunde ihres Mannes sind in Gefahr? Genau wie er. Wie können wir helfen? Sie haben genug getan. Mein Mann war ein mächtiger Zauberer und konnte Harlow nicht besiegen. Nicht, dass dieses Monster auch noch ihnen nachstellt. Er ist bereits hinter uns her. Ist es zu spät. Ich fürchte, Harlow ist bereits hinter uns her. Dann sollten Sie ihn nicht noch mehr erzürnen. Ich versichere Ihnen, es kann noch schlimmer kommen. Bitte, bitte halten Sie sich fern. Das mit Ihrem Mann tut mir leid, Mrs. Bickel. Vielen Dank und danke, dass Sie Archie nach Hause gebracht haben. Ich kann Ihnen beiden gar nicht genug danken. Keine Sorge, Mrs. Bickel. Mein Vater sagte immer, der Regen fällt nicht nur auf ein Dach. Wir sind hier, um einander zu helfen. Ich will mehr über Mr. Bickles Freunde wissen. So, das verlorene Kind war abgeschlossen schon mal. Ich sag dir Bescheid, wenn ich etwas herausfinde. Danke für deine Hilfe heute. Jo, kein Problem. Endlich haben wir es abgeschlossen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder bei Hogwarts Legacy.